Radioaktiv. Nachgefragt. Da geht es heute bei uns um die Polizei in der Region. Es wurde eine Organisationsuntersuchung durchgeführt, um sich für die Zukunft gut aufzustellen. Die Ergebnisse dazu, soweit sie vorliegen, gibt's heute bei uns. Außerdem haben wir aber auch nachgefragt, was die Ereignisse aus der Silvesternacht in Köln für die Polizei hier bei uns vor Ort bedeuten. All das gleich bei uns in Radioaktiv nachgefragt. Mein Name ist Ute Ziegler. Ihnen einen schönen Sonntag. In Ihrem Radio, hier ist Radioaktiv. Seit dem Jahreswechsel ist es eins der bestimmenden Themen in den Schlagzeilen. Das Geschehen in der Silvesternacht in Köln und auch in anderen Großstädten. Viel Kritik gab es in diesem Zusammenhang an der Arbeit der Polizei, sowohl was den Einsatz dort, aber eben auch was die Öffentlichkeitsarbeit anging. Nur wie wird das eigentlich hier bei uns in der Region gehandhabt? Wir haben nachgefragt beim Göttinger Polizeipräsidenten Uwe Lührig. Also es gibt ganz normale Vorgaben im internen Ablauf. Das heißt, wir haben einen Erlass über Meldung wichtiger Ereignisse. Dabei wird, wenn es wichtig ist, auch auf die Herkunft eingegangen. Ansonsten wird das Ereignis gemeldet von der Polizeiinspektion zur Polizeidirektion und von der Polizeidirektion zum Innenministerium zum Beispiel. Es wird auch darauf hingewiesen, dass wir möglichst nicht stigmatisieren sollen, sondern nur, wenn es dringend erforderlich ist, dann auch für die polizeiliche Arbeit auf die Nationalität einzugehen. Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen problematisch, wenn wir jetzt den Begriff Flüchtlinge nehmen. Wir haben das Thema Iraner, Iraker, Syrer, Algerier, Afghanen, Personen aus Sudan und so weiter. Die werden alle in diesen Topf Flüchtlinge reingepackt. Das machen wir natürlich intern nicht. Wir weisen dann auch schon auf die konkrete Nationalität hin, damit wir dann eben auch die Kolleginnen und Kollegen im Einsatz darauf vorbereiten können. Ich sage auch mal, Sie möchten sicherlich auch nicht, wenn Hamelner in Hildesheim zum Beispiel eine Straftat begeht, dass dann ständig in der Zeitung steht, Hamelner begehen in Hildesheim Straftaten. Also man muss sehr vorsichtig mit diesem Begriff umgehen. Und deswegen warnen wir auch immer davor, wenn wir konkrete Hinweise haben, dass sich etwas verstärkt, dass etwas auffällig ist, dass etwas bedrohlich ist, dann gehen wir von uns aus schon in die Medien und geben von uns aus dann schon Warnungen heraus. Das hatten wir bisher nicht. Und deswegen sind wir damit auch immer ein bisschen zurückhaltend umgegangen, um eben diesen Personen, die hier als Hilfesuchende hergekommen sind, diese Personen eben nicht zu stigmatisieren. Da haben wir eben immer um Verständnis gebeten, haben allerdings auch, wenn konkrete Fragen kamen, um wen es sich denn bei dem Täter gehandelt hat, haben wir in der Polizeidirektion Göttingen nach meinem Wissensstand immer konkret Aussagen gemacht. Aber hat sich denn da mit der zunehmenden Zahl von Flüchtlingen irgendwas dran geändert? Es wird ja nun mal als sehr sensibles Thema behandelt, das auch von vielen Seiten gerne für die eigenen Interessen, politischen Ansichten ausgenutzt wird, dieses Thema. Ja, genau. Es hat sich was geändert. Es gibt viele Anfragen in dieser Hinsicht. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir gehen jetzt ganz offensiv damit um. Aber da bitten wir die Medien natürlich auch immer, sehr vorsichtig auch mit dieser Thematik umzugehen, um nicht die Vielzahl der Flüchtlinge, die hier sind und sich absolut friedlich und dankbar verhalten, die in einen Topf zu werfen mit den wenigen Straftätern, die wir hier haben. Man kann sicherlich über den Daumen sagen, wir haben zwischen 3,5 und 5% Straftäter von den vielen Flüchtlingen, die wir hier haben. Also wenn Sie an Ihre Kaserne in Hameln denken, bei 1000 Personen, die dort sind, sprechen wir über 35 bis 50 Personen, die Straftaten begehen. Wenn aber jeden Tag in der Zeitung steht, es ist wieder eine Straftat durch einen Flüchtling geschehen, dann wird das zu sehr aufgewertet. Und deswegen gehen wir natürlich sehr vorsichtig damit um auch nicht verschiedenen Personengruppen, insbesondere aus dem rechten Bereich, auch ja ein Vorwand zu geben, dann Maßnahmen zu ergreifen. Also dann ja doch eigentlich eine gewisse Vorgabe in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Ich meine, ich sehe es ja auch an meiner Interviewanfrage, die diesmal direkt von Göttingen übernommen wurde. Ist ja nicht unbedingt Standard. Also das Thema scheint Ihnen dann ja schon sehr am Herzen zu liegen. Aber nur, weil es uns am Herzen liegt, das Thema, und weil wir sensibel damit umgehen. Also es gibt keine Vorgabe von Seiten der Polizeidirektion an die
Polizeiinspektionen keine Aussagen zu machen zu bestimmten Tätern, zu Einzelfällen. Es gab eine Vorgabe, dass wir gesagt haben, wir haben eine Koordinierungsstelle Flüchtlinge seit Oktober eingerichtet hier bei uns, die vorher schon, bevor es überhaupt den Marker gegeben hat oder den Merker gegeben hat im Vorgangssystem, schon geguckt hat, gibt es Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Flüchtlingen. Und da wir hier alle Zahlen der gesamten Polizeidirektion Göttingen haben und auch alle Zahlen der Polizeiinspektionen, haben wir gesagt, wenn konkrete Zahlen zum Thema Flüchtlinge herausgegeben werden, dann wäre es gut, wenn man an uns verweist, weil wir dann den Überblick haben in der gesamten Polizeidirektion, aber auch den Überblick haben in den einzelnen Polizeiinspektionen. Wenn Sie Anfragen stellen zu Einzelfällen oder zu Entwicklungen, dann können Sie sich natürlich auch an die Inspektion wenden. Die haben keinen Maulkorb bekommen, das muss man ganz deutlich sagen. Und trotzdem gibt es ja eben sehr viel Kritik an mangelnder Transparenz. Was glauben Sie, warum entsteht anscheinend bei vielen Menschen dieser Eindruck? Also das kann auch intern ein klein wenig bezogen sein. Wir haben vielleicht nicht genügend Informationen nach innen auch herausgegeben, dass auch jeder Polizeibeamte, jede Polizeibeamtin ruhig sagen kann, dass es sich um einen Flüchtling handelt. Das ist sicherlich nochmal ganz deutlich zu machen. Ansonsten kann ich Ihnen das auch nicht erklären. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Wir sind auch erstaunt. Wir haben regelmäßig Telefonschaltkonferenzen mit den Führungskräften der Polizeidirektion Göttingen und wir haben immer wieder gesagt, dass wir überhaupt kein Problem sehen, wenn die Informationen rausgegeben werden. Der Innenminister hat frühzeitig in einer Behördenleiterbesprechung im Juli schon ganz deutlich gesagt, wir tabuisieren nichts, wir emotionalisieren auch nichts. Wir geben die Informationen, die von den Medien verlangt werden, auch heraus. Und so sind wir eigentlich auch immer aufgetreten. Ob das nun alle 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeidirektion Göttingen so mitbekommen haben, da kann ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Die Führungskräfte wussten es aber auf jeden Fall. Soweit der Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührich. Welche Konsequenzen aus den Ereignissen in Köln hier in der Region für die Polizei gezogen werden? Mehr dazu gleich bei uns in Radioaktiv nachgefragt. Radioaktiv nachgefragt am Sonntagmorgen. Seit bekannt geworden ist, was sich in der Silvesternacht abgespielt hat, sind die Übergriffe auf Frauen in Köln und den anderen Städten eines der bestimmenden Themen in den Schlagzeilen, in der politischen Diskussion, aber natürlich auch für die Menschen, nicht nur in den Städten, in denen es passiert ist, sondern natürlich überhaupt in Deutschland hier bei uns. Welche Rolle spielt das Thema aber eigentlich in der Polizeidirektion? Also in der Polizei für Südniedersachsen. Wie wichtig ist das Thema? Wie ernst wird es genommen? Welche Konsequenzen werden hier vor Ort daraus gezogen? Wir haben nachgefragt beim Polizeipräsidenten der Direktion in Göttingen, bei Uwe Lührich. Also wir haben frühzeitig ja unsere Kolleginnen und Kollegen schon sensibilisiert, weil wir Erfahrungen zumindest hier in Göttingen auch schon gemacht haben mit Friedland. Wir haben das ausgeweitet auf alle Polizeiinspektionen in unserem Zuständigkeitsbereich, dass wir auf Verhaltensweisen von Flüchtlingen auch hingewiesen haben. Es ist bekannt, mittlerweile bekannt, dass natürlich die aus dem arabischen Bereich kommenden Flüchtlinge sehr emotional auftreten, manchmal auch sehr hasserfüllte Gesichter haben, die aber überhaupt nicht problematisch sind, wenn man ihnen gelassen gegenübertritt. Das haben alle Kolleginnen und Kollegen jetzt mitbekommen, dass man sie auch sehr schnell wieder runterreden kann. Man braucht keine Angst zu haben, wenn sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben und dann eben emotionalisieren. Da mussten wir unsere Kolleginnen und Kollegen auch erst darauf hinweisen. Wir haben einen Migrationsbeauftragten eingerichtet bei uns im November, der gerade diese Themen auch aufnimmt. Das ist ein Kollege mit Migrationshintergrund, der zu den muslimischen Gemeinden Kontakt aufnimmt, der dort auch Präventionsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen durchführt, der aber auch im internen Bereich eben die Informationsveranstaltungen durchführt, die ich gerade angesprochen habe, sodass wir dieses Thema, meine ich, auch recht frühzeitig aufgegriffen haben. Und ich glaube, wir sind da im Moment noch sehr gut aufgestellt. Soweit für den Bereich Südniedersachsen, also Polizeidirektion Göttingen. Wenn man das jetzt mal runterbricht auf unsere Polizeiinspektion, da wären wir im Bereich Hameln-Pyrmont-Holzminden. Wir haben hier zum Beispiel eine Erstaufnahmeeinrichtung, wenn wir beim Thema Flüchtlinge sind. Aber der Bürger macht da ja oft gar keinen Unterschied. Da geht's vielleicht allgemein eben um Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht auch schon länger hier sind. Ich erinnere da nur, in Hameln hatten wir ja schon mal in Anführungszeichen Ausnahmesituation durch die sogenannten M-Kurden. Das war der Fenstersturz am Amtsgericht. Wie schätzen Sie die Lage hier für die Polizeiinspektion dann ein?
Natürlich ist das ein Brennpunkt, was den Bereich der M-Kurden betrifft, muss man ganz deutlich sagen. Aber das war es vorher auch schon vor der Flüchtlingssituation. Da ist die Polizeiinspektion Hameln sehr gut aufgestellt, hat die Situation ja auch in den Griff bekommen. Und wir sind im Moment dabei, natürlich Konzepte zu erarbeiten, wie wir in diesen Bereichen weitergehen können, neben der polizeilichen Alltagsarbeit. Aber das hat mit der Flüchtlingssituation nichts zu tun. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, da unterscheidet die Bevölkerung nicht. Sie sieht, da sind Personen, die ein arabisches Aussehen haben und die werfen den einen Topf. Da müssen wir sicherlich auch ein bisschen aufpassen und ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen von Seiten der Polizei. In der Diskussion ist jetzt ja vieles. Schärfere Gesetze, schnellere Abschiebung nach Straftaten, mehr Personal für die Polizei. Glauben Sie, dass diese Forderungen funktionieren könnten oder wie sehen Ihre eigenen Forderungen aus Sicht der Polizei dann aus? Also ganz viel Forderungen haben wir aus Sicht der Polizei nicht. Persönlich reise ich gerne in viele, viele Länder und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Deutschland eines der besten Rechtssysteme der Welt haben. Deswegen sollten wir auch nicht aufgrund eines Vorfalls im Bereich Köln jetzt alles in Frage stellen, sondern sollten sehen, dass wir das, was wir haben, konsequent einsetzen und konsequent ausnutzen. Das betrifft sowohl die Eingriffsmaßnahmen, also die strafprozessualen Maßnahmen, als auch die Gesetze, die wir haben, die gesetzlichen Grundlagen. Das Einzige, was man natürlich anschauen muss, ist das, was im Moment auch in der politischen Diskussion ist, dass man mal schaut, muss man unbedingt ein Jahr ohne Bewährung bestraft werden oder reicht nicht auch die Bewährungsstrafe? In Saarstedt haben wir in der letzten Woche das Thema Hauptverhandlungshaft mit angesprochen. Das bedeutet, dass Täter, wenn sie eine Straftat begangen haben, die ihnen auch sofort nachgewiesen werden kann und keinen festen Wohnsitz haben, wozu für uns auch von Seiten der Polizei die Flüchtlingsunterkünfte zählen, dass sie dann erstmal in Untersuchungshaft gehen und die Hauptverhandlung sehr schnell vorangetrieben werden muss. Das wäre für mich eine Möglichkeit, um eben auch diesen Personenkreis, der aus staatlichen Systemen kommen, wo man anders mit ihnen umgeht, wenn sie Straftaten begehen. Die können es halt nicht verstehen, wenn sie hier Straftaten begehen und dann ja gleich wieder nach Hause gehen können. Also da muss man vielleicht überlegen, ob wir das Thema Hauptverhandlungshaft etwas deutlicher ansprechen. Ansonsten glaube ich, dass wir innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und auch im Land Niedersachsen mit unserem niedersächsischen SOG gut aufgestellt sind. Das Einzige, was wir überlegen innerhalb der Polizei, ist natürlich auch mit den Kommunen zu sprechen und zu schauen, wenn bestimmte Veranstaltungslagen sind, Ereignisse anstehen, ob man dann mobile Videoanlagen aufbaut, damit wir A, im Bereich der Prävention tätig werden können, um zu zeigen, hier, wenn ihr Straftaten begehen wollt, das wird videografiert und wir werden dann beweissicher Maßnahmen ergreifen können. Und es führt natürlich auch zu einem beweissicheren Strafverfahren. Wir haben dann wesentlich mehr Hinweise, die wir einsetzen können und die dann Strafverfahren bringen können, als das bisher der Fall gewesen ist. Das war ja auch ein Problem im Bereich Köln. Man auf viele Videos, private Videos musste man zurückgreifen und hier könnte man vielleicht sich noch etwas besser aufstellen in der Zukunft. Welche Konsequenzen zieht die Polizeidirektion Göttingen aus den Ereignissen der Silvesternacht in Köln und anderen Städten? Das waren Informationen dazu vom Göttinger Polizeipräsidenten Uwe Lürich. Wie es insgesamt weitergeht mit der Polizei in Südniedersachsen? Mit dieser Frage hat sich die Polizeidirektion aber schon ein bisschen länger beschäftigt. Es gab eine Organisationsuntersuchung, wie sich Polizei aufstellen muss für die Zukunft. Erste Ergebnisse, die gibt's jetzt und die sollen auch ab diesem Jahr umgesetzt werden. Was das für die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden heißt, unser Thema gleich hier bei Radioaktiv nachgefragt. Ihr Sender fürs Weserbergland, hier ist Radioaktiv am Sonntagmorgen mit der Sendung nachgefragt. Unser Thema jetzt, die Organisationsuntersuchung der Polizeidirektion Göttingen. Das Ziel hinter dieser Untersuchung, sich für die Zukunft gut aufzustellen. Das also das Ziel und das Ganze auf Basis der Polizeistrategie 2020, sagt der Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden, Ralf Leopold. Die haben wir ja auch für die PD Göttingen angepasst, erweitert. Das heißt, wir haben geguckt, was kommt bis 2020 so alles auf uns zu polizeilich. Neben dem täglichen Geschäft, was wir haben, was sind so die Entwicklungen, auf die wir uns einstellen müssen? Die haben wir identifiziert und haben gesagt, okay, da werden wir auch Schwerpunkte setzen müssen. Als Beispiele politisch motivierte Kriminalität, Cybercrime, was sich entwickelt, Wohnungseinbruchsdiebstahl, was auch die nächsten Jahre für uns ein wichtiges Thema ist, weil es die Bevölkerung vielleicht beunruhigt. Dann kommen neue Technologien auf uns zu, zum einen, die wir nutzen können als Polizei, aber auch mit denen wir umgehen
müssen. Aber wir haben natürlich bis 2020 auch das Ziel, ein gesund erhaltenes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter zu erhalten und auch Nachwuchs zu bekommen. Das sind auch Ziele, die wir bis 2020 haben. Also das sind so herausragende Vorstellungen, die wir da haben. Und darauf haben wir jetzt aufgesetzt und haben gesagt, dann wollen wir mal gucken, wie sind wir denn in der Organisation aufgestellt? Sind denn unsere Abläufe und Prozesse richtig? Sind wir von der Stärke her an den richtigen Stellen zu den richtigen Themen aufgestellt? Und dafür gab es dann auch Vorgaben. Die Organisationsuntersuchung ist ja von der Polizeidirektion Göttingen durchgeführt worden. Wir als Inspektion waren dort intensiv auch beteiligt und der Präsident, Herr Lührich, hatte einige Vorgaben gemacht. Es war ihm zum Beispiel sehr wichtig, dass die Präsenz erhalten bleibt. Die Präsenz auf der Straße. Die Präsenz auf der Straße, die Präsenz in der Fläche auch, in den Dienststellen. Aber es war auch genauso wichtig, gleiche Rahmenbedingungen zu schaffen für die Polizei, von der Belastung her, wie auch für die Bevölkerung. Wir haben durchaus auch festgestellt, dass wir in manchen Regionen stärker vertreten waren, in manchen Regionen weniger. Dass manche Kollegen viel höhere Einsatz- oder Vorgangsbelastung hatten als in anderen Bereichen. Und da sollten natürlich gleiche Bedingungen für alle möglichst geschaffen werden. Und eine wichtige Vorgabe des Präsidenten war auch, dass wir den Rund-um-die-Uhr-Dienst stärken und stark aufstellen, damit wir, wenn 110 gerufen wird, auch wirklich rausfahren können. Auch wenn wir andere Lagen haben. Also das waren so einige Eckvorgaben für die Organisationsuntersuchung. Und dann fängt der Prozess der Analyse an. Man hat geguckt, wie ist denn eigentlich der Ist-Stand? Wie viel Arbeit fällt an? Wie viel Bevölkerung verursacht? Wie viel Straftaten? Eine Erkenntnis war zum Beispiel, dass die Bevölkerung bei uns zwar über 8% zurückgegangen ist, aber keineswegs die Vorgänge und die Straftaten in dem Maß zurückgegangen sind. Das hatte man so gar nicht vermutet. Das heißt jetzt, wenn man die Neuausrichtung kurz zusammenfasst, was werden da so die Schwerpunkte sein? Was soll passieren? Also zum einen haben wir ja die inhaltlichen Schwerpunkte, die durch die Strategie vorgegeben werden. Zum anderen haben wir geguckt, haben wir die Organisation richtig aufgestellt? Und da kann ich jetzt wieder für unsere Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden sagen, unsere Organisation ist sehr schlank aufgestellt gewesen. Wir haben keine überbordenden Stäbe oder überbordende Dienststellen, die nicht voll ausgelastet sind. Wir brauchen uns also in der Organisation nur an ganz wenigen Stellen auf neue Bedingungen einstellen und anpassen. In den Abläufen wird es auch noch weitere Untersuchungen geben. Es gibt jetzt Entscheidungen des Präsidenten, aber dazu gehört auch, dass wir uns weitere Themenfelder, zum Beispiel die Tatortgruppen, noch genauer angucken, auch in Zukunft. Dass wir die Belastungsmessung noch ein bisschen verfeinern. Also ein Einsatz ist nicht gleich ein Einsatz. Ein toter Fuchs auf der Straße ist nicht zu vergleichen mit einem geschlossenen Einsatz am Kernkraftwerk, der über 2 Tage geht. Beides mag vielleicht nur ein Strich sein, aber da wollen wir auch ein bisschen genauer hingucken, wo sind jetzt wirkliche Spitzenbelastungen, die da auftreten. Und auch die Personalzumessung ist noch nicht abschließend jetzt mit dieser Entscheidung der Organisationsuntersuchung abgeschlossen, sondern da wird jetzt zum Sommer nochmal genau geguckt, wie wirkt sich das in der Personalzumessung dann aus. Wenn man einfach mal so Unterschiede nimmt, auch zu den anderen Polizeiinspektionen vom Abschneiden her, gibt es noch irgendwas anderes, wo sich Hameln-Pyrmont-Holzminden vielleicht abgehoben hat? Sowohl nach unten oder oben? Gibt es eigentlich nicht. Es gibt eben Inspektionen, wo Dienststellen deutlich kleiner dimensioniert werden mussten. Es gab auch Spezialbereiche in der Polizeidirektion Göttingen, wie eine technische Gruppe, die aufgelöst wurden, weil man sagt, diese Spezialisten wollen wir in der Form nicht mehr vorhalten. Die waren aber nicht bei uns in Hameln. Also da gab es auch im Göttinger Bereich Sonderorganisationsformen beim Verkehrsunfalldienst, die wir aber nicht haben, die so auch nicht weiter erhalten bleiben werden. Besonderheiten hatten wir in diesem Zusammenhang eigentlich nicht. Es sind bei uns eher die kleinen Stellschrauben, an denen wir schrauben werden und schrauben müssen, damit wir künftig diese Leitlinien, also diese Präsenz, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, damit wir die gut darstellen können, müssen wir an kleineren Schrauben bei uns drehen. Und welche Schrauben genau das sind, zum Beispiel mit Blick auf die Dienststellen, das schauen wir uns gleich mal oder hören wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Radioaktiv hier, nachgefragt am Sonntagmorgen, jetzt mit Musik von Katzenjammer am I Will Dance. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag mit Radioaktiv und der Sendung Nachgefragt. Und da geht es heute bei uns um die Organisationsuntersuchung in der Polizeidirektion Göttingen. Ein Ziel dieser Untersuchung, die Präsenz der Polizei in der Fläche soll gesichert werden. Was das für die Dienststellen hier bei uns in der Region heißt, dazu der Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden, Ralf Leopold. Ja, als Ergebnis für unsere Inspektion, für meine Inspektion, kann ich festhalten, dass erstmal alle Dienststellen grundsätzlich erhalten bleiben. Es werden keine Dienststellen geschlossen. Wir
haben aber festgestellt zum Beispiel, dass zwischen den Landkreisgrenzen Holzminden und Hameln ein Bereich war, der weniger gut abgedeckt ist in der Nacht. Dem versuchen wir dadurch entgegenzutreten, dass wir den Rund-um-die-Uhr-Dienst, also die Nachtschicht insbesondere, von Stadt Oldendorf nach Bodenwerder verlagern werden. Damit bekommen wir eine bessere Abdeckung des Bereichs, den wir in 20 Minuten, das ist so eine Zeit, die man annimmt, auf jeden Fall mit dem Streifenwagen schnell erreichen können. Also da hat der Blick von oben drauf doch gezeigt, dass wir da organisatorisch uns etwas besser dadurch aufstellen können. Wie sieht das denn hier in Hameln-Pyrmont aus mit den Dienststellen? Bleiben die alle in ihrer Wertigkeit, in ihrer Einstufung? In der grundsätzlichen Einstufung ja. Die Rund-um-die-Uhr-Dienste hier in Hameln-Pyrmont bleiben an ihren Standorten. Das ist Pyrmont, das ist Bad Münder und das ist hier bei uns in Hameln selbst. Wir werden diese Rund-um-die-Uhr-Dienste leicht stärken, so dass die auch bei Krankheit und so weiter und im Urlaubsfall noch so gut aufgestellt sind, dass sie jederzeit rausfahren können. Wir werden in etwas kleineren Stationen das Personal leider etwas runterfahren. Das hat aber auch der behördenweite Vergleich erbracht, dass wir in den Stationen Emmertal und Erzen sehr gut aufgestellt waren. Also zum einen wurde sehr gute Arbeit gemacht. Zum anderen waren wir dort personell aber auch recht gut aufgestellt. Und da werden wir leichte Verlagerungen vornehmen, eben zugunsten der Rund-um-die-Uhr-Dienste. Was heißt das dann konkret für die beiden Gemeinden? Also wenn ich die Dienststelle heute habe, wie wird sie in Zukunft aussehen, personell besetzt zum Beispiel und auch mit Öffnungszeiten oder Ähnlichem? Die Dienststelle in Emmertal, die ist zurzeit mit 5 Mitarbeitern besetzt. Die wird dann ab 2017 mit 3 Mitarbeitern besetzt sein. Im Bereich Erzen haben wir im Moment 6 Mitarbeiter gehabt. Das heißt ganz aktuell nur 5, aber grundsätzlich dort 6. Da werden wir bis Ende 2017 voraussichtlich auf 4 Mitarbeiter reduzieren, auch zugunsten dann des Rund-um-die-Uhr-Dienstes. Die Auswirkungen auf die Öffnungszeiten werden jetzt gerade ermittelt. Da stimmen wir uns sehr eng auch mit den Bürgermeistern der Gemeinden ab, um eben zu gucken, wie die dortigen Kommunalverwaltung ihre Öffnungszeiten gestaltet. Wir gucken aber auch in unseren Einsatzleitrechner nochmal individuell bei diesen Dienststellen rein. Wann fällt denn der meiste Bedarf an? Emmertal zum Beispiel, da ist vormittags häufig nicht viel los, weil die Leute zur Arbeit fahren. Da ist dann erst ab den späteren Stunden mehr zu tun. Und da werden wir unsere Dienstzeiten künftig stärker dran orientieren. Das gilt im Übrigen nicht nur für diese beiden Dienststellen, das gilt für die gesamte Polizei in der Polizeidirektion Göttingen, dass wir da gucken, wo ist der wirkliche Bedarf, wo ist der erkennbare Vorausbedarf. Und da stellen wir uns dann stärker auf. Und da, wo wir nicht so viel zeitlich gefordert sind, da werden wir uns dann auch ein bisschen schwächer aufstellen. Was heißt das dann für den Bürger vor Ort? Welche Konsequenzen könnte das für den haben? Muss der dann vielleicht das ein oder andere Mal für irgendeine Geschichte nach Hameln eher fahren, wenn er vielleicht eine Zeugenaussage oder irgendwas machen möchte? Oder wie bekommt der Bürger das zu spüren? Naja, eigentlich muss er das nicht, denn die Dienststellen bleiben ja bestehen. Wir haben etwas andere Öffnungszeiten. Und wenn er zur Nachtzeit oder irgendwann 110 anruft, dann ist ein Streifenwagen da. Auch daran wird sich nichts ändern. Der Streifenwagen kommt dann eben vielleicht von Hameln und kommt dann aus Bodenwerder und früher hätte er von Stadt Oldendorf aus anfahren müssen. Aber die polizeiliche Notfallabdeckung, an der ändert sich gar nichts, die wird eben, wie schon geschildert, ein bisschen besser werden, weil wir die Räume noch besser abdecken können. So. Wie sieht's mit den anderen Polizeistationen aus? Wir hatten ja Hessisch-Oldendorf, wäre vielleicht noch da, Koppenbrügge. Da ändert sich nichts. Die sind von der personellen Aufstellung und auch von den Zeiten grundsätzlich gut aufgestellt. Auch da gucken wir uns nochmal die genauen Einsatzzeiten an. Das machen wir bei allen Dienststellen bei mir im Zuständigkeitsbereich, dass wir uns das angucken. Aber da hat die Organisationsuntersuchung keine Auffälligkeiten festgestellt und da sehe ich jetzt auch keinen großen Bedarf im Moment, darauf zu reagieren. Man muss natürlich immer sagen, so eine Organisationsuntersuchung ist nicht statisch. Die ist jetzt nicht abgeschlossen und das war's. Ich hatte ja schon angedeutet, dass die Umsetzung sich auch schon über 2 Jahre erstrecken wird. Und wir werden natürlich jedes Jahr neu gucken oder auch unterjährig gucken, wo entwickelt sich was, wo verändern sich Bevölkerungszusammensetzungen, wo werden Flüchtlingsunterkünfte errichtet, die vielleicht einen polizeilichen Bedarf generieren. Und wenn das der Fall ist, werden wir natürlich auch unterjährig reagieren, um dort die polizeilichen Arbeiten leisten zu können. Die Dienststellen in der Region, die sollen also alle bleiben, aber die ein oder andere Umverteilung wird es schon geben. Wir haben es gerade gehört vom Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden von Ralf Leopold. Was das aber zum Beispiel auch für die Polizeibeamten bedeutet, wie es personell weitergehen soll, wird dazu gleich hier bei uns bei Radioaktiv nachgefragt.
YouTube hier bei Radioaktiv. Das ist die Musik und das Thema, das ist die Polizei heute bei Nachgefragt. Es hat eine Organisationsuntersuchung gegeben für die Polizei in Südniedersachsen, also im Bereich der Polizeidirektion Göttingen. Dazu gehört unsere Inspektion hier Hameln, Pyrmont, Holz, Minden ja auch. Was sich da für die Dienststellen ergibt, darum haben wir uns gerade gekümmert. Leichte Umverteilung wird es geben. Die Dienststellen an sich sollen aber bleiben. Aber was geschieht eigentlich mit den Beamten hier bei uns in der Region? Was bedeutet das verdient dazu? Der Leiter der Polizeiinspektion, Ralf Leopold. Es ist uns natürlich wichtig, dass wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen so umgehen, dass sie keine unzulässigen Härten haben. Die kleineren Stationen, wo wir jetzt die Reduzierungen haben, da sind das Abgänge, das sind Pensionierungen und in einem Fall eine Bewerbung, wo jemand einen Zuschlag in Holzminden bekommen hat, aus Emmertal, der auch nach Holzminden wollte. Also da passt das 1:1 und in den Bereichen Stadt Ollendorf, Bodenwerder, wo wir ja auch eine personelle leichte Verschiebung haben werden. Da sind jetzt gerade Abfragen gelaufen, wo die Interessen der Kollegen künftig sein werden. Und da werden wir auch Wege finden, das so einzurichten, dass die Kollegen damit gut leben können. Wir haben ja zum 1.10. jedes Jahres kriegen wir neue Mitarbeiter auch. Von daher kann man da die ein oder andere Lücke, wenn man so will, oder die eine oder andere Erhöhung einer Dienststelle dadurch kompensieren, dass neue Kolleginnen und Kollegen dorthin kommen. Für die personelle Entwicklung insgesamt, was bedeutet es? Es wird ein bisschen umverteilt, werden es mehr? Die politische Forderung steht ja immer so schön im Raum, wir brauchen mehr Polizei. Ja genau, das ist eine politische Forderung, der kann man sich dann gerne anschließen. Für mich ist ja die Herausforderung, mit dem Personal, was mir die Politik zur Verfügung stellt, die Aufgaben zu machen. Wir haben neue Aufgaben, die dazukommen. Das Thema Flüchtlinge ist ja in aller Munde im Moment. Das sind auch für uns neuere Aufgaben. Und wenn wir den Personalstamm so behalten, dann werden wir andere Aufgaben ein Stück weit zurückschrauben müssen. Da gibt es auch eine Aufgabenkritik auf Landesebene, wo zum Beispiel Schwertransporte künftig durch Hilfspolizisten gemacht werden sollen. Führerscheinannahmen außerhalb der Geschäftszeit der Verwaltung macht die Polizei künftig nicht mehr. Wir werden vielleicht auch nicht mehr Veranstaltungen in dem Umfang begleiten können, wie wir das vielleicht mal gemacht haben. Das sind also alles Aufgaben, wo wir Serviceleistungen gemacht haben, die wir dann in dem Umfang vielleicht nicht mehr machen werden. Die personelle Ausstattung für die Polizeidirektion Göttingen und damit auch für meine Inspektion wird jetzt im Sommer festgelegt, wenn die PD Göttingen weiß, wie viel Mitarbeiter und neue Mitarbeiter sie aus dem Ministerium bekommt. Die Organisationsuntersuchung hat festgestellt, dass wir schlank aufgestellt sind. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass wir reduziert werden. Wir haben dieses Jahr 16 Abgänge durch Pensionierung. Dazu kommen noch erfahrungsgemäß immer 4, 5 durch Versetzungen. Das heißt, wir müssten dann um die 20 Mitarbeiter ersetzt bekommen, um den gleichen Stand zu halten. Im Moment gehe ich noch davon aus. Aber Sie selbst bekommen es ja hier im Sender mit, welche Dynamik im Moment in den sicherheitspolitischen Themen steckt. Und von daher wäre es jetzt auch wirklich ein bisschen verfrüht, da eine sichere Prognose abgeben zu können. Stand jetzt heißt, wir bewegen uns zur Größenordnung 400 Mitarbeiter insgesamt im Bereich der Polizeiinspektion. Genau, wir haben rund 350 Vollzugskräfte bei uns, also Beamtinnen und Beamte, Vollzugsbeamtinnen und Beamte. Und dann nochmal knapp 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Bereich des Tarifpersonals arbeiten. Also so kommen wir ungefähr auf 420 insgesamt im Moment. Ich gehe davon aus, dass das auch grob die Basis ist, mit der ich in den nächsten Jahren plane. Und den Rest werden die genauen Planungen dann erbringen. Jetzt hat es ja in den Dienststellen teilweise auch schon sehr viele personelle Probleme gegeben, auch in der Vergangenheit, dass es einfach mal eng wurde durch Krankheitsfälle im Sommer, wenn eben viele Pensionierungen sind, die neuen noch nicht da. Wenn diese Entwicklung weitergeht, die Aufgaben werden ja nicht weniger, Sie haben es gerade angedeutet, wo könnte das in der Zukunft hingehen mit den Dienststellen? Ist dann vielleicht doch irgendwann mal die Sache, ich mache nachts eine Dienststelle dicht oder ähnliches, steht sowas möglicherweise an? Also ich glaube, wir müssen uns das gesamte Spektrum an Möglichkeiten offen halten. Jetzt zu sagen, es geht mal in die und die Richtung und wir müssen haben, damit das und das passiert, das ist so eine Geschichte. Wir müssen uns das Spektrum offen halten. Wenn wir immer mehr Aufgaben kriegen und keine Aufgaben abgeben können, dann wird es mit dem Personal irgendwann nicht zu schaffen sein. Ich glaube, das liegt auf der Hand, da muss man kein Prophet sein. Im Moment versuchen wir auch Aufgaben nicht mit der Intensität zu machen oder tatsächlich abzugeben, wie Schwertransporte. Das entlastet uns dann wieder und wir können uns neuen Aufgaben widmen. Das ist natürlich dann auch eine Frage der Politik, wie viel Sicherheit kann man sich leisten und wie weit will man den Service der Polizei auch haben. Unser Interesse liegt immer darin, die wichtigen polizeilichen Aufgaben sehr gut zu leisten. Bisher gelingt uns das auch recht gut. Und das ist aber ein ständiges Geschäft der Priorisierung. Wenn wir Morde oder besondere Anlässe haben, dann müssen wir umpriorisieren.
Und der langfristigen Priorisierung, das ist dann Aufgabe der Politik zu gucken, wo entwickeln sich langfristig ganz große Probleme und da muss man dann im Zweifelsfall auch personell reagieren. Das ist aber jetzt im Moment für mich hier so nicht erkennbar. Ralf Leopold, Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holstein-Minden, war das zu den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung, die jetzt vorgestellt wurden und die dann eben auch ab diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Um welche Inhalte es geht und welche inhaltlichen Veränderungen, das klären wir gleich noch nach Imagine Dragons. When the days are cold and ein Sender, das ganze Weserbergland hier ist radioaktiv mit der Sendung Nachgefragt. Wie geht es weiter mit der Polizei in Südniedersachsen? Mit dieser Frage hat sich die Polizeidirektion Göttingen in einer Organisationsuntersuchung beschäftigt. Ergebnisse liegen jetzt vor und sollen auch direkt umgesetzt werden. Auch hier bei uns in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden. Was das bedeutet mit Blick auf die Dienststellen und mit Blick auf die Beschäftigten bei der Polizei, das haben wir gerade schon geklärt, bleibt noch ein Thema für den Leiter der Polizeiinspektion Ralf Leopold. Und das ist jetzt der Inhalt. Das orientiert sich natürlich wieder an dieser Strategie, die wir haben, ne, die wir auch mit erarbeitet haben. Wir haben zum Beispiel festgestellt, durch den demografischen Wandel werden wir immer mehr ältere Menschen hier haben, die auch Opfer von Straftaten sind. So haben wir im letzten Jahr ja schon in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Seniorenberater ausgebildet, weil wir sagen, da kommt ein Schwerpunkt auf uns zu. Da nutzen wir uns auch der Hilfe anderer Menschen, die der Polizei dort in Beratung mit uns zur Unterstützung dienen können. Das funktioniert auch ganz gut. Wir werden einen Schwerpunkt Wohnungseinbruchsdiebstahl behalten, weil dieses Delikt einfach den Menschen Angst macht. Und wir haben leider landesweit da keine großen Rückgänge zu erwarten. Und von daher wird das auch für uns wichtig bleiben in Zukunft. Dort werden wir einen Schwerpunkt haben. Das Thema Flüchtlinge. Seit mehreren Monaten sind wir dort auch mit im Sicherheitsgeschäft. Das heißt, wir haben die eine oder andere Straftat mehr zu bearbeiten, wobei die Flüchtlinge auch Opfer sind. Das muss man ja auch sagen. Salzhemmdorf ist da ein sehr eklatantes Beispiel gewesen, wo wir auch sehr viel Manpower reinstecken mussten und auch reingesteckt haben. Aber wir machen in dem Bereich ja auch Beratung und Prävention Flüchtlinge. Also das wird mit Sicherheit für die nächsten Jahre ein Thema sein. Wir arbeiten das gerade in unsere Strategie mit ein. Das war letztes Jahr so als eigenes Thema noch nicht aufgenommen. Wir sitzen gerade am 27. mit den Inspektionsleitern zusammen und beraten, in welcher Form wir das in die Strategie zusätzlich jetzt mit aufnehmen, weil wir uns da eben auch personell darauf einstellen müssen. Und wir werden aber auch den Bereich Verkehrsüberwachung nicht aus dem Auge behalten, denn über 300 Schwerverletzte und über 10 Tote im Jahr, auch da werden wir weiter mit aller Kraft daran arbeiten, dass wir diese Zahlen verbessern können. Das sind so einige Schwerpunktbereiche inhaltlich. Und ansonsten ist es wirklich so, dass die polizeilichen Schwerpunkte oft durch aktuelle Sicherheitslagen bestimmt werden. Wir haben dann Situationen, da werden Demonstrationen angemeldet, da werden größere Ereignisse angemeldet. Es gibt dieses Jahr schon 2 Morde. Dann setzen wir natürlich da, unabhängig von einer Strategie, den Schwerpunkt, weil es eben für die Sicherheit erforderlich ist. Gibt es denn sonst noch andere Geschichten, die geändert wurden? Also zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz hat man ja umgestellt. Da gab es vorher Ermittlungen in den einzelnen Dienststellen teilweise. Und jetzt ist das so ein Team, das im Grunde bei Wohnungseinbruch ermittelt. So ein festes Team ist, das für das gesamte Kreisgebiet zuständig ist. Was steckt hinter solchen Entwicklungen oder Überlegungen? Ja, dahinter steckt einfach die Überlegung, dass wir sagen, wenn wir ganz besondere Phänomene haben, dann müssen wir ein besonderes Wissen und auch eine besondere Schlagkraft aufbauen. Und Wohnungsidee ist so ein Beispiel. Da haben wir eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die bearbeiten die Fälle zusammenhängend, die machen aber auch die Analyse über dieses Thema. Die gucken sich auch die Spuren gemeinsam an und die entwickeln dadurch eine höhere Kompetenz ganz einfach. Und die sind dann befreit von anderen Aufgaben. Das kann man sich natürlich nicht grenzenlos leisten. Aber bei solchen Themen machen wir das ähnlich wie eine Mordkommission, wo wir dann auch absolut die Spezialisten dransetzen und die machen dann nichts anderes. Das ist oft sehr erfolgsträchtig, kostet aber auch eine Menge Menschen und diese Arbeit von denen müssen andere übernehmen. Also von daher muss man da sehr mit Fingerspitzengefühl solche Ermittlungsgruppen einrichten. Aber Wohnungsidee ist eben so ein Beispiel. Wir kümmern uns ganz gezielt darum. Wir haben Gebietspaten in den Schichten zusätzlich noch eingerichtet, die sich ganz gezielt um Stadtgebiete kümmern mit einer festen Verantwortlichkeit. Wir haben in der Prävention klare Verantwortlichkeiten zu diesem Thema. Also wenn wir so ein Schwerpunktthema haben, dann betrachten wir es von allen Seiten, machen uns ein gutes Konzept und setzen dort auch ein bisschen verstärkt Personal ein, um dieses Thema auch in den Griff zu bekommen. Und das gelingt dann auch. Das war jetzt ein Beispiel, dieses Ermittlungsteam in Sachen Wohnungseinbruch. Grundsätzlich Ermittlungsarbeit zu zentrieren in Hameln, ist das eigentlich schon längst passiert oder wird da noch viel vor Ort in den Dienststellen gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel die Kommissariate hat, Bad Pyrmont, Bad Münder, die ja eigentlich auch
so relativ eigenständig, würde ich mal sagen, da bislang unterwegs waren, meines Wissens. Ja, genau so ist es. Also wir haben einen Zuständigkeitserlass, das ist eine Regelung, wo was bearbeitet werden soll. Und diese Regelung versuchen wir aber so zu leben, dass wir sagen, die Kompetenz in den Dienststellen draußen muss erhalten bleiben. Dort ist Kompetenz und die sollten möglichst selbstständig die meisten Delikte bearbeiten, weil sie einfach Orts- und Personenkenntnis haben. Das ist ja ein großer Vorteil. Das Spezialistentum ist schön und gut. Wenn ich aber weder die Region noch die Menschen kenne, um die es geht, dann habe ich Nachteile. Deswegen versuchen wir auch in den kleinen Dienststellen möglichst umfassend Delikte bearbeiten zu lassen. Wenn wir dann aber einen Mord haben, dann überwiegt einfach das Erfordernis von Spezialisten und dann machen wir das zentral hier bei uns in Hameln und nehmen aber die Kolleginnen und Kollegen aus den Dienststellen mit in diese Ermittlungsgruppen rein, um eben diesen Nachteil der fehlenden Orts- und Personenkenntnis dadurch zu kompensieren. Das heißt also, das bleibt weiterhin erhalten, auch in den anderen Dienststellen. Da gibt es dann keine grundsätzlichen Änderungen. Nein, da gibt es keine grundsätzlichen Änderungen. Im Gegenteil, man hat in der Organisationsuntersuchung schon festgestellt, dass es wichtig ist, diese Kompetenz zu erhalten. Und ich glaube, das ist auch die richtige Entwicklung und dort muss es auch hingehen. Spezialisierung nur da, wo es wirklich eindeutig von Vorteil ist und zwingend notwendig. Soweit radioaktiv nachgefragt heute zur Arbeit der Polizei hier bei uns im Bereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden. Es wurde eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse für die Region, die gab es vom Leiter der Inspektion, von Ralf Leopold. Außerdem hatten wir zu Gast Uwe Lührich, den Polizeipräsidenten aus Göttingen, mit Einschätzungen zur aktuellen Lage nach den Geschehnissen in der Silvesternacht in Köln und anderen deutschen Städten. Beiden nochmal herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie mit dabei waren. Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen schon mal weiterhin einen schönen Sonntag. Mein Name ist Ute Ziegler.